Work hard, play hard. Pausen richtig nutzen. Ich sitze jetzt gerade im IC zurück nach Hause, hatte heute den gesamten Tag in Hannover eine Weiterbildung für die Social Media Manager. Auch hallo Leute, wenn ihr mich hören könnt. Und es ist jetzt kurz vor 10:30 Uhr abends, genau 22:27 Uhr. Und ich möchte mit euch, meine lieben Online-Gäste, kurz über Pausen sprechen und warum die gerade für Menschen wie mich, Unternehmer und Selbstständige, sehr wichtig sind, genauso aber auch für euch. In den 80er Jahren hat der US-amerikanische Sportpsychologe Jim Lehrer eine Studie durchgeführt mit der im Grunde einfachen Frage, was Sportler gut macht. Er hat sich dort Tennisspieler herausgesucht und die besten Tennisspieler untersucht, was sie von den zweitbesten unterscheidet. Und über viele, viele Umwege hat er schlussendlich herausgefunden, was es gewesen ist. Pausen. Diese Leute nutzen ihre Pausen besser. Da gab es verschiedene Untersuchungen, was beispielsweise Herzschlag etc. angeht. Und selbst in kurzen Pausen haben es die besten Sportler hinbekommen, ihren Herzschlag reduzieren zu können, wieder auf ein normales Level bringen zu können, psychologisch wie physiologisch ausgeruhter zu sein. Und das ist etwas, was ich euch, meine lieben Online-Geister, noch mit auf den Weg geben möchte. So quasi zum Einschlafen heute. Nutzt die Pausen, die ihr habt. Tipp von meiner Seite, macht nicht Raucherpausen oder Raucherpausen, wo ich das weniger empfehlen würde, denn was machen Raucher richtig? In den größten Stresssituationen gehen sie vom Tisch weg, entspannen, atmen durch, verbessern dabei zwar auch ihre Lungen und ihre Gesundheit, geht dabei kaputt, aber das ist ein anderes Thema, aber haben halt erkannt, es bringt nichts. Bei großen Problemen einfach sitzen zu bleiben, sondern schlussendlich sollten wir mit diesen Problemen arbeiten, ja, und auch eine Lösung finden, aber nicht auf Teufel komm raus und durch die Wand. Wenn ich nicht klar denken kann, bin ich niemandem irgendwas nütze. Deswegen da auch meine Empfehlung, in Krisensituationen macht auch mal eine Pause. Setzt, wenn ihr moderiert, wenn ihr Teams moderiert, auch bewusst Pausen ein. Zum Durchatmen, zum Konzentrieren. Da gibt es auch viele, viele Methoden. Sei es das Pomodoro-Prinzip mit den 25-Minuten-Einheiten, kurzen Pausen dazwischen oder sonst was für Abwandlungen davon, die ich euch da definitiv empfehlen kann und an die ich mich jetzt auch halten werde. Ich werde jetzt so eine, denke ich mal, knappe halbe Stunde plus minus einfach nur mal Seele baumeln lassen, ganz in Ruhe mich etwas erholen und dann nochmal Zug, den ich dann besteigen werde, wo ich dann auch WLAN haben werde, was arbeiten, nach Hause und ins Bett fallen. Insofern setzt euch die Pausen bewusst, setzt euch die Arbeitszeiten bewusst, work hard, play hard, das wird uns Deutschen ja sowieso nachgesagt, aber ich empfehle, tut das auf einer mittleren Ebene, auf einer ausgleichenden Weise. Nicht so sehr in diese Extreme rein, aber wenn ihr arbeitet, arbeitet ihr, dann seid ihr da auch drin. Das heißt nicht, dass ihr da nicht auch manchmal rauskommen könnt, dass ihr euch dazu zwingen müsst. Unser nächster Halt ist Helmstedt. Sondern vor allem, dass ihr dann auch bewusst eure Pausen setzt. Okay, mein Name ist Christian, ich freue mich immer über Feedback. Christian und ich sind in den regulären Folgen zu hören und in unseren Podcast-exklusiven Quickies gibt es immer mal wieder interessante Gäste, die ich zum Gespräch einlade. Vielleicht auch dich da draußen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail info@onlinegeister.com. Wenn du interessiert bist, einfach mal zu uns in die Sendung zu kommen als Interviewgast. Alternativ natürlich auch gerne, wenn du Interesse hast, mich oder einen meiner Gäste oder auch Tristan als Co-Moderator bei dir als Interviewgast zu bekommen. Wie gesagt, mein Name ist Christian und ich mache jetzt erstmal Pause. Bis bald.